Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, wie sich Video- und Audiodateien in einem Moodle-Kurs einbinden lassen. Zunächst aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus. In dieser Moodle-Instanz der TU Berlin, in der ich mich gerade befinde, gibt es drei Möglichkeiten, um Audio- und Videodateien einzubinden. Eine einfache Möglichkeit, Dateien zur Verfügung zu stellen, ist das Element Datei. Hiermit können Sie jegliche Form von Datei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung stellen, seien es Textdokumente, Videos oder Audiodateien. Gehen Sie an eine Stelle, an der Sie die jeweilige Datei in den Moodle-Kurs einfügen möchten und klicken auf Aktivität oder Material anlegen. Im Anschluss wählen Sie das Element Datei aus. Nun müssen Sie einen Namen eintragen. In das Textfeld darunter können Sie weitere Details oder eine Aufgabenstellung eintragen. Mit dem Button hier unten können Sie nun eine Datei von Ihrem Computer hochladen. Klicken Sie auf Datei hochladen und wählen Sie die Datei aus. Sie können nun noch eine Lizenz auswählen und klicken im Anschluss auf Datei hochladen. Im Anschluss können Sie auf Speichern und zum Kurs klicken und die Datei wird auf der Kursseite angezeigt. Klicke ich nun auf die Datei, wird mir beispielsweise bei Audiodateien ein Player angezeigt, mit dem ich die Datei abspielen kann. Für das Einbinden von einem oder mehreren Videos eignet sich in erster Linie die sogenannte Aktivität Video, mit der sich eine Videosammlung erstellen lässt. Gehen Sie an eine Stelle, an der Sie die Videos in den Moodle-Kurs einfügen möchten und klicken auf Aktivität oder Material anlegen. Im Anschluss wählen Sie das Element Video aus. Nun müssen Sie einen Namen eintragen. In das Textfeld darunter können Sie weitere Details oder eine Aufgabenstellung eintragen. Als nächstes klicken Sie auf Speichern und zum Kurs. Nun haben wir hier die Videosammlung erstellt. Mit einem Klick auf die Videosammlung kommen wir zur folgenden Ansicht. Wir haben nun die Möglichkeit, neue Videos hochzuladen oder auch Videos aus anderen Kursen hierher zu kopieren. Um ein neues Video hochzuladen, klicke ich auf Neues Video hochladen. Dann wähle ich eine Videodatei von meiner Festplatte aus und die Datei wird hochgeladen. Ich kann nun noch einstellen, wer das Video alles sehen kann. Kann einstellen, ob eine Kommentarfunktion unter dem Video angezeigt wird und kann entscheiden, ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Video herunterladen dürfen oder nicht. Zum Schluss klicke ich auf Video speichern. Nun öffnet sich die Videoansicht. Klicke ich hier auf Zurück, befinde ich mich wieder in der Videoübersicht. Möchte ich ein Video aus einem anderen Moodle-Kurs auch in diesem Kurs zur Verfügung stellen, klicke ich auf Video aus anderem Kurs kopieren. Klicke ich auf diese Schaltfläche, öffnet sich eine Übersicht mit Moodle-Kursen, auf die ich Zugriff habe. Klicke ich auf den kleinen Pfeil vor einem Kurs, werden darunter alle zur Verfügung stehenden Videosammlungen angezeigt. Klicke ich nun wiederum auf den Pfeil einer Videosammlung, kann ich alle Videos in der Videosammlung sehen. Mit einem Häkchen in den weißen Kästchen vor den Videos wähle ich ein oder mehrere Videos aus, welche ich kopieren möchte und klicke auf Kopieren. Im Anschluss lande ich wieder in der Videoübersicht. Eine weitere Möglichkeit, Audiodateien relativ einfach einzubinden, ist mit Hilfe des Textfeldes. Ich klicke wieder auf Aktivität oder Material anlegen und wähle nun das Textfeld aus. Nun kann ich hier einen Text eintragen, aber auch Mediendateien einbinden. Ich klicke nun auf Audio, Videodatei einfügen oder bearbeiten. Dann öffnet sich ein Fenster. Hier klicke ich als erstes auf Audio. Nun kann ich auf Datei auswählen klicken und eine Audiodatei auswählen, die im Anschluss hochgeladen werden soll. Zuletzt klicke ich auf Medien einfügen und auf Speichern und zum Kurs. Nun wurde auf der Kursseite ein kleiner Audioplayer erstellt, mit dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Audiodatei abspielen können.